Guten Tag, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness. Ja. Louis Boucher. Nein, du kannst dich nicht aus den Handschellen befreien, die sitzen fest. Tut mir leid, mein Freund. Ja, nehmen wir mal das hier. Sie haben also zusammengearbeitet. Sie haben Informationen ausgetauscht, mehr nicht. Wasley war ein Einzelgänger. Außerdem hat er den fünften Stich selbst behalten. Warum sind diese Stiche so wichtig? Jeder Stich enthält Informationen über das Versteck des entsprechenden Gemäldes. Also hat einer der Stiche von Croy zu dem Gemälde im Louvre geführt. Ja, aber ihr Freund war unvorsichtig. Die Kabal hatten die Faxe abgefangen. Also brauchte Eckart von Croy nicht mehr. Er war nur noch ein loses Ende, das abgeschnitten werden musste, wie Wasley. Boah, das kann doch echt nicht wahr sein hier. Sie meinen getötet wie Wasley. Warum richtet Eckart die Leichen so zu, Boucher? Und wozu braucht er die Gemälde? Genau weiß ich das auch nicht. Aber es hat etwas mit der Wiederbelebung des Cubiculum Nephili zu tun. Der Cubiculum Nephili. Der Schläfer. Der letzte Überlebende der Nephilim. Sie haben also schon von ihm gehört. Eckart ist verrückt. Er will mit Hilfe des Schläfers die Nephilim zu neuem Leben erwecken. So sieht es aus. Also führt uns der fünfte Stich, den Wasley zurückgehalten hat, zum letzten Gemälde der Finsternis. Ich sehe mich hier mal um. Er wird ihn gut versteckt haben. Wasley war sehr vorsichtig. Offensichtlich nicht vorsichtig genug. Auf dem letzten Stich ist das Gewölbe der Trophäen abgebildet. Es war eine der letzten geheimen Festungen der Lux Veritatis. Eckart will um jeden Preis hinein. So, so. Ja, woher weiß er das eigentlich alles? Woher wissen Sie das alles, Boucher? Informationen sind überlebenswichtig. Ich überlebe. Wissen Sie auch, wo dieses Gewölbe ist? Es muss irgendwo unter dem Strahhoff-Gebäude sein. Und das Gemälde ist wirklich dort? Eckart glaubt es. Das ist einer der Gründe, warum sich die Kabal dort eingenistet haben. Die Zeit wird knapp. Ich muss mich hier umsehen. Und ich? Wollen Sie mich etwa hier lassen? Ja. Machen Sie eine Pause. Sie sind viel herumgelaufen. Ich komme mit dem fünften Stich zurück. Genau. Bleib hier sitzen und ruh dich aus. Du hast viel durchgemacht, Junge. Entspann dich. Na, was haben wir jetzt für einen Tagebucheintrag? Hier. Ich muss das Gewölbe der Trophäen im Strahhof finden. Dort ist das letzte Gemälde. Okay. Dann werden wir das mal tun. Okay. Hey, hübscher Schrank. Wir müssen hier rein. Hübscher Raum. Wesley hat wirklich ein paar interessante Stücke. Ja, das gleiche habe ich auch gerade gedacht. So, ich denke mal, wir müssen hier rauf. So sieht es aus. So, dann einmal hier rum. Und diesen kleinen Schrank hier verschieben. Ich werde stärker. Und jetzt können wir uns wieder die Frage stellen, wirst du erst stärker oder bist du jetzt stärker? Ich brauche mehr Details. So, ist ja auch egal. Wir sind jetzt hier oben und können uns hier hochziehen und dann mal da rüberspringen. Aber weil das nicht ganz ungefährlich ist, speichere ich mal eben. Ja, lauf. Danke. So. Damit können wir hier irgendwie dieses Fenster bewegen. Ne, da rechts achte mal drauf in den Lichtstrahl. Ah, ja, genau. Dieses Secret hier ist natürlich nett. Man sollte es nicht vergessen. So, aber hier jetzt nicht mal weiter drehen, sondern jetzt ziehen wir mal hier ran.
Und nochmal. Hey, das müsste es doch jetzt sein. Nochmal. Ah, jetzt. Alles klar. Die drei. Interessant. Interessant. Wieso wurde uns die drei gezeigt? Na, könnt ihr es euch denken? Ich weiß es. Ich werde es euch zeigen. Aber vorher holen wir uns auch mal eben das kleine Secret hier. So. Und jetzt wollen wir uns nochmal hier an der Uhr zu schaffen machen. Wir müssen jetzt hier 3 Uhr einstellen. Das war diese Bedeutung der 3. Und dann öffnet sich hier was. Langsam kommen wir ins Geschäft. Ja. Wer hätte das gedacht, hm? Wasley hatte hier wohl eine Art kleines Geheimversteck. Schick. Die Amulettsplitter. Hier steht etwas über die Amulettsplitter. Die Lux Veritatis nannten die 3 pfeilförmigen Kristallsplitter Waffen des Lichts. Niemand weiß, wie sie funktioniert haben. Tres Periapti Conjuncti Cum Justitie Igne Malakingunt. Ah ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist ganz klar. Ich hoffe, die Übersetzung steht jetzt gerade im Tagebuch. Ja, einmal vereint erstrahlen die 3 Amulette im Licht der Redlichkeit, um das Böse zu binden. Oh oh, das klingt nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Und hey, das ist ja interessant. Dieses Bild, genau dieses Bild hatten wir auch im Tagebuch. Das hatte Werner entweder reingezeichnet oder reingeklebt. So, so. Okay, dazu sagt sie nichts. Aber hier ist noch was. Der Schläfer. Cubiculum Nephili. Hier steht, dass der Schläfer oder Cubiculum Nephili ein Steinsarkophag ist. Der Sage nach ruht darin der letzte Nephilim. Er soll in der Türkei vergraben sein. Und wo genau steht das hier, bitteschön? Naja, Hauptsache du kannst es lesen und sagst es uns. Alles sehr interessante neue Informationen hier. So, und jetzt haben wir hier gerade einen Zahlencode aufgesammelt, den wir auch hier benötigen werden. Deswegen werfen wir mal eben einen Blick drauf. Na, wo steht das denn hier? 31597. Merken wir uns. 31597. 31597. Hier. Na, was haben wir denn hier? Das sieht mir doch ganz nach dem 5. Stich aus. Sehen wir eben nach. Na, habe ich recht oder habe ich recht? Ja, letzter Stich der Finsternis. Wunderbar. Der 5. und letzte Stich mit einem versteckten Lagerplan des Lageplan des Gewölbes. Aha. Stimmt, wir haben ja auch mal erfahren, dass die Stiche einen Hinweis auf die Verstecke der Gemälde, dass sie darauf hinweisen. Da sagte Laria noch damals, na, das hört sich doch gut an. Und das finde ich auch, dass sich das gut anhört. Lageplan des Gewölbes, na, das ist doch mal gut. Dann gehen wir mal zu Bouchard zurück.
Wo ist er hin? Hallo? Was ist hier passiert? Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Mal sehen, ob er Schlüssel dabei hat. Ja, hat er. Tja, Bouchard ist tot. Der ist Geschichte. Frage ist nur, wer hat ihn hier im Schrank eingesperrt? Wer hat ihn ermordet? Wer tut sowas nur? Alles sehr geheimnisvoll und verdächtig hier. So, hier geht's raus. Verschwinden wir von hier. Hä? Achso, ob der Schlüssel hier passt, hätte sie sonst gesagt. Okay, ich hab's weggedrückt. So. Hier vorne wartet jetzt wieder unser guter Freund Ladik, der Reporter, auf uns. Aber bevor wir mit ihm quatschen, mache ich hier erstmal wieder schon einen Cut und würde sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Und ja, wir sehen uns. Bye.